Okay, jetzt komme ich hier wieder. Da waren wir, sind wir eigentlich ziemlich gut durchgekommen. Wir müssen jetzt... das Hauptquartier, das war... Na, ging doch bisher ganz gut. Zasranej auk ve vagonu pro naturály! Chcete snad vyvolat paniku? Ukažte mi papíry. Dělejte, nebo vás seberu. Ich habe für sowas keine Zeit. Beeilen Sie sich. Ja, Papiere. Vemte si je a vypadněte. Až příště pojedete metrem, použijte vagon pro augy. Máme svých problémů dost i bez takových potížistů, jako jste vy. Jensen, wir haben in dem Fall eine neue Spur. Sie führt nach Gotham City. Das Opti-Ghetto. Was ist das für eine Spur? In Telecam-Aufnahmen des Anschlags. Chang konnte ein paar Bilder retten. Das Problem ist, Sie brauchen vorher eine Freigabe von unserer neuen Psychologin. Dann soll ich ihr also nichts von dem Beweis erzählen, den ich für Smiley habe. Seien Sie kooperativ, okay? Geben Sie Smiley Ihren Beweis und Orson 5 Minuten Ihrer Zeit. Rufen Sie mich danach an. Wenn Sie damit zu tun haben, wie hält man Sie auf? Wir halten uns natürlich an die örtlichen Gesetze und gehen... den richtigen Weg. Hoffentlich bleibt alles ruhig. Sorry, Kumpel, ich bin ausverkauft. Ich glaube, ich gehe wieder. Wenn du es dir anders überlegst, komm gern wieder vorbei. Tracing-Programm initialisiert. Hm. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert.
Naja, lassen wir das mal. Willkommen bei Magia. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? I wish Stu. In der Kanalisation. Lächerlich. Wo haben wir denn hier einen Händler? Speichermedien zu Smiley bringen. Wo ist das denn? Ah, da ist beides da. Hallo. Ja, ja, ich weiß, Sie haben kein Geld. Und wenn schon. Naja, sehr freundlich ist er ja nicht. Falls Sie hier sind, um was zu kaufen, muss ich Sie enttäuschen. Was ist hier los, Dich habe ich nur noch auf Überwachungsaufnahmen erwartet. Das ist fantastisch. Wir sind dir sehr dankbar. Hier, ein Geschenk für einen wahren Freiheitskämpfer. Elektroschockpistole. 2000. Die ist eigentlich nicht schlecht, wenn man jemanden nur betäuben möchte. Ja, komm. Multitool Biozelle. Zubehörteile. Elektropock-Pfeil. EMP-Pistolen-Munition ist das. Standardgewehr, das brauchen wir nicht. Schockgranate, Stamm.
Ja, verkaufen wir auch mal. Splittergranaten. EMP-Pistole, Pistolenmunition und EMP. EMP ist wahrscheinlich super gegen Roboter. Das belassen wir mal lieber. Fabrik neu. Im Moment brauche ich nichts. Warte nicht auf gewollte Produktalterung. Dieser Galois war mir unheimlich. Ja, ich weiß. Wollen wir ein bisschen sortieren. Kapazität könnte man noch erhöhen, kostet aber 100 verfügbare Teile. Kann denn die EMP-Fähigste überhaupt untersuchen? Eine Schachtel mit 10x25mm EMP-Kugeln zur Übertragung eines elektromagnetischen Impuls. EMP-Kugeln sind geeignet für den Einsatz gegen Roboter oder augmentierte Ziele sowie Geschütze und Kameras. Ah, okay. Ja, die taktische Schrotflinte ist natürlich nicht schlecht, wenn es mal etwas härter geht. Wobei der Revolver natürlich auch ordentlich reinhaut. Otas Revolverbeschreibung. Ein maßgefertigter Magnum Kaliber 357, die ausschließlich panzerbrechende Kugeln verschießt. Ja. Können wir die anpassen? Oh, mehr als fünf Schuss geht leider nicht. Okay. Können wir die upgraden? Ja, Kadenz können wir upgraden, aber... Ich finde jetzt eigentlich ganz gut so, wie es ist.
Ja, komm, gehen wir mal zu unserem Einsatzziel. Keine besonderen Vorkommnisse. So mag ich das. Glaubst du, wir finden was? Hey, hier waren wir falsch, stimmt. Kommen Sie rein. Überlegen Sie immer noch. Kommen Sie später wieder. Nur zahlende Gäste. Ja, ich will ja gerne. Was geht denn da drin ab, die fette Party? Schauen wir nicht rein. Alles ruhig. Der Laden. Hä? Ich muss da hinten hin. Das ist ein interessanter Look. Adam, ich habe endlich den Flüsterchip-Mitschnitt entschlüsselt. Pures Gold, Mann. Das musst du hören. Ich bin gerade beschäftigt. Sag mir, wo du bist, dann komme ich, sobald ich kann. Im Davni-Viertel gibt's eine alte Limb-Klinik. Geschlossen, da ist keiner mehr. Dort findest du mich. Hey. Hallo. Adam, ich bin die Lara Ozen. Freut mich, dass Sie zu diesem Gespräch gekommen sind. Und, naja, Sie hören das heute wahrscheinlich von jedem, aber ich muss fragen. Sind Sie okay? Ich habe die Bilder vom Bahnhof gesehen. Dabei gewesen zu sein muss... Darum geht es bei der Sache? Nein, das war Sympathie. Das hier ist ein Standardgespräch, um die Einsatzfähigkeit von Agenten zu bestimmen. Hier, für Sie, aus der Arzneiausgabe. Sie geben mir Neuropozin? Hören Sie, Doc, ich wurde von einem Terroranschlag überrascht. Ich habe vielleicht ein wenig überreagiert, aber das heißt nicht, dass mein Körper meine Augmentierung abstößt. Stimmt, aber traumatische Erfahrungen können wie ein Hornissennest im Immunsystem sein. Patienten mit Neuroprothesen... Würden Sie mir glauben, wenn ich sage, dass mein Körper mechanische Implantate nicht abstößt? Nein. Aber ich will in diesem Raum absolute Offenheit. Also, wenn ich Ihnen glauben soll, dass Sie ein medizinisches Wunder sind, dann tue ich das. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich habe Ihre Akte gelesen. Ziemlich interessant. Können wir über einiges aus Ihrer Vergangenheit nochmal reden? Wird das lange dauern?
Hier steht, dass Sie in Detroit bei SWAT waren, aber 26 zur Sicherheitsabteilung von Serif Industries gewechselt haben. David Serif war das Zentrum der Augmentierungsdebatte in Amerika. Ja, komm. Er hat für große Kontroversen gesorgt. Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Na komm, Fakt ist, was Fakt ist. Er hat für sehr große Kontroversen gesorgt, ja. Richtig, ich habe einige seiner Interviews gesehen. Er glaubte felsenfest an Humanoptimierungstechnologien. Ob der Zwischenfall seine Ansichten geändert hat? Es sah damals ganz und gar nicht danach aus. Sie waren also bei ihm in Panchaya, als sich der Zwischenfall ereignete? Anfangs nicht. Ich habe gegen die Verantwortlichen des Angriffs auch. Ich erinnere mich nicht. Angeblich wurde ich aus dem Meer gefischt, aber für mich liegt dieses Jahr nur im Nebel. Ihre Erinnerungen kommen vielleicht irgendwann zurück. Und meine Tür steht immer offen, falls Sie mit jemandem reden wollen. Werde ich nicht. Trotzdem danke. Sie haben großes Glück, am Leben zu sein. Aber ich bezweifle, dass die Welt, in die Sie zurückgekehrt sind, Ihnen dieses Gefühl vermittelt. Sie sind jetzt der Feind, was mich zu meiner nächsten Frage bringt. Noch hat sich niemand zu dem Anschlag auf Rusica bekannt, aber das Votum zur Humanrestitution steht an und es ist kein Geheimnis, dass Prag zum Symbol für die legale Unterdrückung von Augmentierten geworden ist. Uns die Augmented Rights Coalition lagert vor der Hintertür, um alles auffliegen zu lassen und sich zu wehren. Der Großteil der Welt hält sie für Terroristen. Sollte sich herausstellen, dass sie schuldig ist. Sie haben auch Augmentierungen. Wie werde ich mich fühlen? Keine Entschuldigung, es geht nicht um Optis. Geht nicht nur um Optis gegen natürliche. Es geht um Terrorismus. Und für mich gibt es keine Entschuldigung für den Mord an Unschuldige. Komplexes Problem. Es gibt keine simple Antwort, Doc. Wenn es die Augmentierten waren, dachten sie sich. Wenn es die Augmentierten waren, dachten sie vielleicht, es wäre die einzigste Lösung. Oder dass die der Terrorismus aufhört, wenn die. Es geht nicht um Optis gegen natürliche, Dilara. Es geht um Terrorismus. Und für mich gibt es keine Entschuldigung für den Mord an Unschuldigen. Niemals. Und wenn Talos Rucker seinen Leuten den Anschlag befohlen hat? Dann werde ich ihn verhaften. Aber nicht über Schuld oder Unschuld richten. Also, ich halte es für gesichert, dass Sie im Vollbesitz Ihrer Fähigkeiten sind. Ich sage dem Direktor, dass ich Sie offiziell für den operativen Dienst freigebe. Also gut, dann gehe ich jetzt wieder an die Arbeit, Doc. Man sieht sich. Okay, Psychotest bestanden. Ich hab hier dein Speicherchip. Hey, wie läuft's? Haben Sie den Scan? Ja, er ist hier. Oh, Sie sind mein Retter, Adam. Miller war extrem schlecht gelaunt, als er ging. Ich will ihm keinen Grund geben, mich anzuscheißen. Miller ist weg, wohin denn? Hab nicht gefragt, er hat auch nichts gesagt. Hat die Staatspolizei Ärger gemacht? Sie waren nicht sehr gesprächig, also habe ich sie in Ruhe gelassen. Sehen Sie, ohne meinen guten Rat wären Sie jetzt vielleicht tot, Adam. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also, was zeigt der Scan? Der? Keine Ahnung. Was? Sie sagten, Sie hätten etwas gefunden, etwas Großes. Ich habe nicht gesagt, dass ich weiß, was es ist. Ich sagte, es könnte völlig neue Perspektiven eröffnen. Ich glaube nicht, dass es die Ark war. Ich glaube, was mir die Beweise erzählen.
Wir haben hier alle Antworten, die wir brauchen. Von der chemischen Zusammensetzung des Sprengsatzes bis zum Material der Kleidung der Opfer. Ganz sicher. Okay, und wann werden wir alle sicher sein? Es wird Stunden dauern, alle Daten zu sichern. Und ich treffe später Sonja, um mich für eventuelle Probleme mit der Staatspolizei zu entschuldigen. Und andere Fälle habe ich auch noch, Adam. Ich melde mich, wenn ich was finde. Tun Sie das. Ganz ruhig. Ich bin ruhig. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Nicht jetzt, Jensen. Das ist mal eine gute Gelegenheit, mal eben ein kleines Geschäft zu erledigen. Ich muss nämlich pullern. Dementsprechend gibt es eine Pullerpause. Also, wir sehen uns gleich. So. Zack. No, jetzt mache ich schön einen Hotdog. Ich glaube, ich mache hier morgen Hotdogs. Hier eine Zeitung. Terroristischer Bombenanschlag. Lässt hier seinen halb gegessenen Burger und ein paar Pommes zurück. Dein Gaia-Bier, alles klar. Dunkles Bier von Beckmanns. Boah, das Bier knallt aber ganz schön. Alter Schwede. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, okay. Es gibt irgendwo in dieser Stadt in der Kanalisation ein Mafia-Casino. Jetzt habe ich wirklich alles gehört. Das Mafia-Casino gibt es nicht mehr. Schon. Sehr gut. Sehr gut. Steht Transfer. Passiert, wenn wir da drauf gehen. Ah, okay. Funktioniert. So